BioNTech-Chef Uğur Şahin fordert ein Abkürzungsverfahren für die Genehmigung des weiterentwickelten Covid-19-Impfstoffs. Was wohl virologisch dagegen spricht, aber auch was juristisch gegen diese Abkürzung spricht, verrate ich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Sollte dir dieses Video gefallen, lass bitte ein Abo da und kommentiere hier unten, was du von diesem Shortcut hältst. Die Omikron-Variante stellt wohl die Wirksamkeit des BioNTech-Impfstoffs so langsam in Frage. Deswegen arbeitet BioNTech fieberhaft an der nächsten Version des Impfstoffes und hier sagt Herr Şahin, dass ähnlich wie bei den gewöhnlichen Grippeimpfstoffen nur Tierversuche ausreichen müssten. Hier erntet er aber großen Widerspruch, sogar aus dem Lager des Paul-Ehrlich-Instituts. Hier wurde gesagt, dass das nicht ausreichen müsse. Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts sagt, dass hier oberste Sorgfalt geboten sein müsse und dass man so eine Abkürzung nur gehen könne, wenn man eine absolute Notlage habe und dieser hier derzeit nicht zu erkennen. Auf Basis des normalen Zulassungsverfahrens sehe er den September völlig ausreichend, um dort dann zu entscheiden, ob hier der neue Impfstoff auf Basis dieser Studien zugelassen werden kann. Der Virologe Alexander Kekulé sagt auch, dass er klinische Studien an Menschen für unerlässlich hält, denn die Influenza-Situation sei eben nicht vergleichbar mit den mRNA-Bausteinen. Hier kann es eben zu Herzmuskelentzündungen kommen und die waren für die Fachleute überraschend. Daher sei hier eben auch absolute Sorgfalt geboten. Das Ganze hat auch juristisch eine enorme Auswirkung, denn die Bundesregierung möchte ja die einrichtungsbezogene Impfpflicht verlängern. Und da bedarf es ja einer Entscheidung des Deutschen Bundestages. Und hier sind mittlerweile viele, die noch 2021 für die einrichtungsbezogene Impfpflicht gestimmt haben, mittlerweile gekippt und sagen, die Wirksamkeit des Stoffes bei der Omikron-Variante scheint ja sehr zweifelhaft zu sein. Gerade der Fremdschutz, der ja Sinn und Zweck ist bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, denn die Pflegekräfte sollen ja die vulnerablen Gruppe schützen, sei hier auf so einem niedrigen Niveau, dass es fast zu vernachlässigen sei und dann sei eben auch eine Impfpflicht nicht mehr geboten. Das heißt, diese Zweifel an der Wirksamkeit des derzeitigen Impfstoffes könnten dann natürlich auch juristische Auswirkungen haben, wenn es einen neuen Impfstoff gibt, der dann eben wirkungsvoller wäre. Dann wäre natürlich auch eine Impfpflicht eher zu rechtfertigen als bei einem Impfstoff, der gerade eben keine Wirkung entfaltet. Daher spielen natürlich die Zulassung dessen neben den monetären Argumenten natürlich auch juristisch eine ganz große Rolle, die wir natürlich genau in Augenschein nehmen. Wir sehen uns auf jeden Fall vor Gericht.